So, SEKs. Auch schon da, unsere Verstärkung. So, Schusswechsel. Das ist ein Clown. Ein Clown. Nein. Waffe weg. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA 5 LSPDFR. Heute sind wir mal wieder als Spezialeinsatzkommando unterwegs, haben natürlich auch einige Kollegen hier mit dabei und ihr seht schon, wir sind auf jeden Fall bestens für alle Einsätze vorbereitet. Wir fahren jetzt auch wieder hier dieses schicke Fahrzeug, das haben wir ja auch in einigen SEK-Folgen mal ja gefahren und das macht ja eigentlich seinen Job immer ganz gut. Ist leicht gepanzert und Leute, es gibt jetzt auch endlich neue coole Einsätze für das Spezialeinsatzkommando. Also ich hoffe mal, diese Folge wird so krass wie die letzten Folgen auch. Und ja, ich würde sagen, wir warten dann jetzt erstmal hier auf der Wache auf den ersten Einsatz für heute. So Leute, da kam auch schon der erste Einsatz für heute rein. Wir müssen jetzt dringend anrücken. Und zwar am Stripclub gibt es anscheinend einen Amokläufer bzw. einen bewaffneten Überfall. Und wir müssen jetzt einfach mal so schnell es geht dahin. Nicht, dass da irgendwelche Zivilisten zu Schaden kommen. Auf jeden Fall haben wir hier von einer Schießerei gehört. Irgendwas ist da anscheinend, wie gesagt, am Stripclub. Wir haben es auch nicht ganz so weit. 400 Meter haben wir es noch. Und ich merke gerade, unser Fahrzeug... Ja, müssen wir mal langsam waschen, ja, das ist jetzt schon ein bisschen dreckig geworden, aber gut, wir rücken mal an, irgendwo da hinten soll es sein. Ja, mal gucken, also Schüsse höre ich bis jetzt noch nicht, wir machen mal hier Martizon aus. Ja, bis jetzt noch ganz ruhig, also hier konnte ich nichts sehen. Wir fahren mal hier einfach, oh, kommen wir da durch? Sollten wir eigentlich hinbekommen, oder? Ah, okay, ich höre Schüsse, alles klar, wir brauchen einmal bitte Verstärkung hier nochmal. Okay, ja Leute, alles klar. Okay, da, wir haben hier jemanden. Eine Person schießt hier anscheinend auf uns. So. Hallo, nehmen Sie mal die Waffe. Waffe weg. So. Also, ey. Was ist hier los? Waffe weg. Okay, Leute. Alles klar. Situation ist jetzt noch ein bisschen unklar, was hier genau los ist. So, Vorsicht. Ja, die Kollegen sichern die auch ab. Okay. Da hinten war auf jeden Fall der Täter. Ich glaube, den haben wir jetzt erstmal gestoppt. Ja, der hat hier anscheinend... Hä? Okay. Ja, die Leiche vom Täter ist weg, nicht, dass jetzt abgehauen ist. Ja, komisch, aber auf jeden Fall hier eine Person wollte jemanden überfallen, wie es ausgesehen hat. Wir haben ja auch gesehen, wie die Frau da mit der Waffe geschlagen wurde. So, der Mann hier hat auch noch auf uns geschossen. Ich glaube, das ist irgendwie der Herr vom Stripclub, ne? Der Sicherheitsdienst hier. Ich weiß nicht, wieso der auf uns geschossen hat. Sind eigentlich von der Polizei, aber gut, ich würde sagen, wir lassen da mal den Tatort hier erstmal sichern. Ja Leute, für uns hätte sich dieser Einsatz dann auch erstmal erledigt. Wir übergeben das Ganze hier an die Kollegen von der Polizei und vom Rettungsdienst und wir können dann jetzt eigentlich auch wieder zur Wache und auf den nächsten Einsatz warten. So Leute, der nächste Einsatz lässt auch nicht lange auf sich warten und zwar, wir haben einen Banküberfall gemeldet bekommen. Deswegen, Kollegen, alle einsteigen. Ich weiß, wir sind gerade erst wieder hier angekommen, aber jetzt müssen wir direkt wieder los und zwar, wie gesagt, ein Banküberfall. Das ist jetzt auch einer der neuen Einsätze. Jetzt wundern sich wahrscheinlich einige der ja aktiven Zuschauer von euch, hä, es gibt doch schon einen Banküberfall. Ja, aber das ist jetzt ein neuer Banküberfallseinsatz, nämlich es gibt ja mehrere Banken in Los Santos und der bisherige Einsatz, der war ja immer da hinten in Los Santos in dieser Hollywood-Gegend bei der großen Bank. Das ist jetzt aber bei der anderen Bank. Den Einsatz habe ich bisher nur mal ganz kurz gemacht. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was uns da erwartet. Ich habe nur mal geguckt, wo der genau ist und ja, das ist anscheinend bei der Bank hier in der Nähe vom LSP Hauptquartier. Einige von euch kennen die, einige vielleicht nicht. Das Gebiet wurde anscheinend auch schon abgesperrt. Ja, wir sehen es hier. Okay, alles klar. Ja, wir werden hier, wie man schon sehen kann, dringend benötigt. So, Moment. Moment, hier haben wir auch schon einen guten Platz, wo wir uns direkt hinstellen können. Perfekt. So. Ja, also man sieht schon hier auf jeden Fall, alles wurde erstmal großräumig abgesperrt. Dort ist auch schon die Bank. Wir sehen sie. Ja, also einige von euch kennen die sicherlich. So, gut. Kollegen, ich würde sagen, wir bereiten uns dann erstmal vor. Holt die Waffen raus. Hier ist auf jeden Fall erstmal... Ja, die winkt schon, die Dame. Das hier ist die Einsatzleiterin. Einen wunderschönen guten Tag. So, was ist denn hier los? Und zwar, wir haben hier einen Banküberfall mit... ja, wie viele Täter das genau sind, wissen wir nicht. Aber drei Täter wurden auf jeden Fall hier identifiziert. Also wir können hier von mindestens drei Tätern ausgehen. Wie viele Geisel wurden denn genommen? Haben wir darüber Infos? Also, wir haben hier Infos, dass anscheinend ein Geisel genommen wurde. Haben wir denn Infos über die Waffen, welche da im Spiel sein könnten? Und zwar, ja, die Täter könnten anscheinend Pistolen haben, Gewehre, ja, Sturmgewehre, etc. Gut. Wurde denn schon irgendwie mit den Tätern geredet? Also, hatten wir schon irgendwie Kommunikation mit den Tätern?
Also die ersten Polizisten, die hier eingetroffen sind, die wurden anscheinend direkt bedroht und haben dann erstmal sich zurückgezogen und hier eben diese ganze Absperrung aufgebaut. Gut, ja, Überwachungskameras sollten ja eigentlich in der Bank sein. Haben wir da Zugriff drauf? Ja, okay, perfekt. Wir haben Zugriff auf die Überwachungskameras, Leute. Ich würde sagen, wir gucken uns die einfach mal an. Nice. Okay, wir können es wirklich sehen. Alles klar, Leute. Okay, der Einsatz ist wirklich mega gut gemacht. So, also wir sehen hier auf jeden Fall die Kamera 1. Ich sehe schon mal hier zwei Geisel werden bedroht von einer Person mit einer Waffe. Kamera 2. Okay, ja, da sehen wir wieder hier die Dame, die bedroht wird. Da hinten noch. Ist auch noch eine Person hier rechts. Gut, und hier sehen wir, okay, wir haben ja wirklich drei Täter. Drei Täter und drei Geisel, so wie es aussieht. Da hinten steht noch jemand, ich weiß nicht, wer das ist, ob das irgendwie da beim Schrank, ob das, keine Ahnung, Geisel ist, ob das hier jemand ist, der den Tresor aufbrechen will, keine Ahnung. Okay, also wir haben auf jeden Fall schon mal so ein bisschen Einblick in die Bank. Können wir denn irgendwie in Kontakt mit den Tätern treten, gegebenenfalls zu Verhandlungen? So, also wir können eben probieren, die Täter jetzt nochmal anzurufen und bitte auch nochmal hier den Alarm ausmachen. Vielen Dank. Gut, ich würde sagen, ich weiß ja nicht, Leute, was ich machen soll, ob wir... Lol. Ist da hinten jetzt? Als ob. Okay, lol, da hinten ist ein Fernsehteam. Guckt euch das mal an. Okay, alles klar. Ja, nice, Leute. Der Einsatz ist wirklich mega gut gemacht. Auch, es wurde richtig auf so Details geachtet. Guckt euch das mal an. Hier so ein Fernsehteam. Typ mit der Kamera, gut, der hält die ein bisschen komisch. Hallo, komme ich ins Fernsehen? Hoffentlich. So, aber ich muss dann auch wieder los, also, ja, wir haben ja alles unter Kontrolle. Ja, aber ich würde sagen, hier ist ein bisschen gefährlich, ne? Vielleicht gehen Sie mal ein bisschen, bitte zurück, ja? Ja, es ist sonst Ihr Problem, wenn Sie hier angeschossen werden, aber gut, ich hoffe mal, das artet jetzt nicht in so einer krassen Schießerei aus, mal gucken. Deswegen, ich würde sagen, wir nehmen erstmal Kontakt zu den Tätern auf. So. Gut, ich würde sagen, wir probieren die jetzt mal anzurufen. Ja, nice, Leute. So. Ah, kommt, geht dran. Okay, Leute, anscheinend ist jetzt hier einer der Täter rangegangen. So, mit wem spreche ich denn da? Er sagt jetzt... Er sagt jetzt hier, ja, halten Sie mal Ihre Schnauze, wenn Sie mich hier nicht freilassen, dann werde ich einen Geisel töten. Okay, bleiben Sie mal ganz ruhig. Also, ich möchte auf jeden Fall, dass jeder hier lebend aus der Situation wieder rausgeht. Wie können wir das erreichen, frage ich den jetzt mal. Okay, er möchte Nuggets haben. Ich weiß jetzt nicht, ob der damit ein paar Goldklumpen meint oder wirklich essen. Keine Ahnung, Leute. Alles klar. Gut. Ja gut, er meinte anscheinend wirklich essen. Also, wir werden Ihnen jetzt was Essen vorbeibringen. Moment. Wir fragen mal hier den Einsatzleiter. Können Sie gegebenenfalls den Tätern da ein bisschen Essen vorbeibringen? Kann da sein, dass die Verhandlungen ein bisschen länger dauern? Okay, Leute, ja, mega cooler Einsatz auf jeden Fall. Wir können jetzt erstmal mit den Leuten da ein bisschen verhandeln. Und in der Zeit wird jetzt hier oder wurde jetzt ein Lieferservice erstmal angerufen. Der sollte dann gleich hier ein bisschen Essen vorbeibringen. Alter, was ist das nur für ein Einsatz? Okay, Leute, wir sehen es da. Oh, lol. Was war denn das jetzt? Okay, alles klar, aber wir sehen jetzt hier erstmal den Typen, der hat da was zu essen hingelegt. Keine Ahnung, was das ist. Aber auf jeden Fall, da vorne wurde jetzt erstmal, ja, eine Packung. Ich weiß es nicht, was ist das? Eine Pizza? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben den jetzt erstmal ein bisschen was zu essen gebracht. Die können sich das jetzt auch nehmen. Vielleicht können wir die dann verhaften. Ja, ne? Okay. Ja gut, das ist jetzt ein Geisel. Ein Geisel kommt raus, wird bedroht. Nimmt's. Alter, Leute, ist das geil gemacht. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass solche Einsätze in GTA tatsächlich so umsetzbar sind. Okay, der Geiselnehmer hat jetzt erstmal hier die Geisel bedroht und das Essen mit reingenommen. Alles klar, ja gut, dann können wir jetzt erstmal, oder müssen, erstmal weiter verhandeln. Okay, also, ich würde sagen, wir fragen jetzt erstmal den Geiselnehmer, ob er gegebenenfalls einen Geisel freilassen kann. Also er sagt, wenn wir hier quasi den Weg frei machen, nicht mehr mit den Waffen auf die zielen, dann, ja, werden die gegebenenfalls hier ein bisschen kooperativer sein. So, wir sagen ihm jetzt einfach mal, es ist Zeit aufzugeben. So, nee, er sagt jetzt, nee, ist nicht die Zeit dafür. Ja gut, also, ich möchte jetzt, das Problem ist halt, er fordert jetzt, dass wir ihm den Weg frei machen. Dass wir ihm quasi den Weg frei machen. Oh, hallo? Ja, die Feuerwehr brauchen wir hier gerade nicht. Aber gut, dann fahren Sie mal hier durch. Na gut, fahren Sie nicht hier durch. Hier ist Sperrzone, ja? Sperrzone. Hier ist Sperrzone, auch für die Feuerwehr, ja? Wir machen da keine Ausnahmen. So, okay, die hupen jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit. Also auf jeden Fall, es ist so, die Täter wollen
Ja, dass wir denen den Weg frei machen. Gegebenenfalls wollen die dann auch noch ein Fluchtfahrzeug. Das Problem ist halt, die haben 3 Geisel. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir denen das geben sollten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal darauf ein. Im Nachhinein können wir die ja dann verhaften, wenn wir das Fluchtfahrzeug hier irgendwie haben. Okay, wir hören die Schüsse irgendwie. Alles klar. Aber ich sehe hier nicht das Geisel. Wir machen sonst gleich einen Zugriff, ja? Sobald hier ein Geisel verletzt wird. Okay, wir machen anscheinend schon den Zugriff. Gut. Okay, Hintereingang, Hintereingang. So. Gibt es einen Hintereingang? Ja, anscheinend nicht, oder? Doch, hier. Gut, aber Geisel wurden anscheinend nicht verletzt. Wir können mal gucken, ob wir hier irgendwie die Kameras noch... Ja, wir sehen die Kamera... Nee. Geisel wurden nicht verletzt. Ich weiß nicht, worauf die geschossen haben. Keine Ahnung. Okay, Leute, das ist wirklich ein kniffliger Einsatz jetzt. Okay, also ich bin jetzt wieder in der Telefonverhandlung mit dem Täter und langsam reicht es mir wirklich. Also ich sag ihm jetzt einfach mal, ja, dass er eben sterben wird, wenn er hier nicht kooperiert. Und ansonsten machen wir jetzt den Zugriff. Okay, Leute, Zugriff. Okay, alles klar. So. Okay, nehmen Sie die Hände hoch. Hände hoch. Alle die Hände hochnehmen. So, ich will Ihre Hände sehen. Alles klar, Waffe weg. Waffe weg. So, auf den Boden mit Ihnen. Auf den Boden. So, Waffe runter. Okay, Sie. Waffe weg, Waffe. Waffe weg. Oh Mist, okay, wir werden hier beschossen. So, die anderen Kollegen sind auch schon drin. Okay, wir haben ihn. Wir haben ihn. Ist hier noch jemand? So. Hey, hey, Waffe weg. Okay. Gut, so. Hände hoch. Hände hochnehmen, Hände hoch. So, ich will Ihre Hände sehen. Alles klar. Gut, auf dem Boden, Hände hinterm Kopf. Perfekt machen Sie das. Gut, so muss das sein, Leute. Alles klar, so. Ich werde den Hände jetzt erstmal hier festnehmen. Die Kollegen sind ja, glaube ich, auch schon da hinten drin. Oh, Leute. Alter. Das ist ein komischer... Oh, hallo? Das ist echt ein komischer Einsatz. So, kommen Sie mit. Sind erstmal vor dem festgenommen. Ja, einen Moment. Gut. Also, hier drin wurde ja erstmal alles soweit, ja, geklärt. Wir haben jetzt hier leider ein paar verletzte Personen. Wir kommen jetzt auch nicht mehr durch. So, gut, ich würde sagen, RTW bräuchten wir hier einmal. Attention all units. RTW. We have medical aid requested. Ja, Mist. Okay, anscheinend ist hier doch ein Geisel zu Schaden gekommen. Die Dame hat hier zum Glück überlebt. Der Herr hier. Ja, gut. Ich weiß nicht, also auf jeden Fall 2 Geisel sind zu Schaden gekommen. Ich glaube, den habe ich sogar hier umgeprügelt, weil der im Weg stand, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, die Rettungskräfte müssen jetzt erstmal hier durchkommen. Dementsprechend wurden jetzt hier erstmal die Absperrungen entfernt. Der RTW... Oh, lol. Alter, der hat hier einfach die Kollegen gerammt. Geht's euch gut? Ja, alles klar, Leute, okay. So, Gerichtsmediziner werden wir dann auch erstmal schon mal anfordern. Und ich hoffe dann mal, dass die Rettungssanitäter sich dann gleich jetzt um die Personen hier mal kümmern. So, sie verlassen jetzt hier aber mal das Gebiet. Vielen Dank. Sind dann erstmal wieder frei an die Rettungskräfte. Einmal bitte hier rein. Ja, jetzt kommen sie auch endlich mal. Gut, perfekt. Also, wir haben jetzt erstmal hier noch eine... Boah, hier liegen auch noch 2, alter Leute. Hier ist ja alles voll. Okay, ja gut. Sie kommen da erstmal mit. Ich hoffe mal, wir kommen hier durch. Ja, tut mir leid für das Gedrängel hier. Okay, alles klar. Also, einen Täter konnten wir auf jeden Fall festsetzen. Der hat sich ergeben. Ansonsten würde ich sagen, Gebiet sichern. Geht mal rein. Sichert ihr das ganze Gebiet mal ab. Ich habe hier auch bei der Person hier eine Drahtzange, Cannabis, ein Jagdmesser mit Amphetamin und einen Geldbeutel gefunden. Also der Herr hat hier noch ein paar illegale Gegenstände bei sich. Ja, ansonsten, Leute, wird jetzt dieses Gebiet hier noch von der Polizei ein bisschen gesichert. Die Rettungskräfte sind jetzt auch hier drin und probieren ihr Bestes. Gerichtsmediziner wurden auch angefordert. Dementsprechend hat sich dieser Einsatz dann erstmal für uns erledigt. Geisel sind leider zu Schaden gekommen. Zwar nicht alle, aber dennoch. Ja, konnten wir hier das Schlimmste leider nicht verhindern. Ich würde aber sagen, dieser Einsatz ist dann jetzt erstmal beendet. Wir können dann zurück zur Wache und warten dann erstmal, bis wir wieder gebraucht werden. So, wieder an der Wache angelangt von diesem kleinen Überfall, müssen wir uns dann auch schon um den nächsten Einsatz kümmern. Und zwar anscheinend eine Geiselnahme hier direkt in der Nähe. Also auf jeden Fall gut, dass wir hier direkt stationiert sind. Da vorne muss es auch schon sein. Wir können uns jetzt eigentlich theoretisch hier positionieren und uns die Situation von hier eben mal anschauen. Ich wundere mich gerade, weil ich kann hier jetzt gerade noch nichts erkennen. Einen Moment. Müssen wir mal gucken. Zum Glück haben wir hier ein bisschen bessere Ausrüstung heute dabei. So, da soll das angeblich sein.
Aber ich sehe hier tatsächlich nichts. Also gut, kann jetzt natürlich auch irgendwie ein Scherzanruf sein irgendwie, aber gut, Kollegen aufsatteln. Wir fahren jetzt mal ganz nah ran. So. Da kann auch sein, dass es unter der Brücke ist, aber das wäre ein bisschen komisch. Ah ne, jetzt sehe ich es da. Jetzt sehe ich es. Okay. Na gut, wir haben anscheinend wirklich eine Geiselnahme. So. Okay, Schusswechsel haben wir hier schon. Ja? Oder doch nicht? Doch! Ja. Ja, ja Leute. Okay, die Einsätze gehen ein bisschen schnell um heute. Ja, ich musste den jetzt leider direkt erstmal erschießen. Der hat auf uns geschossen. Oh Mann, ja. Sein Kopf war gerade so schön in meinem Visier drin. Ja, also Leute, jetzt brauchen wir hier auch mal bitte einen RTW-Gerichtsmediziner. Und der Einsatz ging jetzt aber auch mal wieder ganz schnell um. Ja, Leute, während der RTW da ist, machen meine Kollegen hier ein bisschen privates Zeug. Ihr seht schon, die telefonieren hier irgendwie. Und der andere Kollege, ich weiß nicht, der wärmt sich auf. Keine Ahnung. Ja, gut, auf jeden Fall, die Polizei ist auch schon da, hier das Ganze ein bisschen abzusperren. Und ja, ansonsten... Ja, gut, der Polizist notiert hier ein bisschen was. Ja, Leute, so muss das auf jeden Fall sein. Also, meine Leute sind hier nicht faul, die helfen tatsächlich richtig mit. Aber gut, Kollegen, ich würde sagen, ja, wir können dann auch schon eigentlich wieder abrücken, oder? So, Leute, der nächste Einsatz wartet auch nicht allzu lange. Ihr seht schon hier die ganze Verstärkung, die auch mit anrückt. Und zwar, wir haben hier aktuell eine Verfolgungsjagd in der Stadt am Laufen. Eine mit sehr hoher Priorität, wie wir schon da an dem Helikopter erkennen können. Okay, ich hoffe, der baut jetzt keinen Unfall. Aber auf jeden Fall, die Bundespolizei ist auch in der Luft auf dem Weg. Und zwar haben wir hier anscheinend einen Amokläufer, der in seinem Fahrzeug hier rumfährt, auf Leute ballert oder was auch immer. Da vorne sehen wir ihn schon. Ey, Alter! Was sind das nur für Zivilisten hier? Die rammen mich alle. Okay, wir kriegen auf jeden Fall starken Beschuss rein. Zum Glück haben wir hier einen Kollegen. Oh Mann. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen mehr SEK noch. Bisschen mehr SEK. Der zerstört hier noch die ganze Stadt, wenn er hier ungestraft davonkommt. So. Wir rammen den... Ah, nee. Rammen ist eine schlechte... Sorry, Kollege. Sorry, Kollege. Okay. Aussteigen. Aussteigen und Zugriff. Wir machen jetzt direkt den Zugriff. Nicht, dass hier noch mehr Leute zu Schaden kommen. So. Rein. So, SEKs. Auch schon... Da, unsere Verstärkung. So, Schusswechsel. Das ist ein Clown. Ein Clown. Nein. Waffe weg. So. Okay, Fahrzeug ist soweit leer. Gut. Alles klar. Oh Mann, ein Kollege von uns ist leider hier ums Leben gekommen. Ja, anscheinend, als ich den dagegen gerammt habe. Das tut mir auch ziemlich leid. Aber war nicht extra. Aber ist halt leider passiert. Es rücken jetzt hier gerade immer mehr Polizeibeamte an, da vorne auch schon der RTW, um hier eben den Tatort zu sichern. Ja, Leute, wir sehen schon hier, alle stehen hier um den Clown, guckt euch das mal an. Ja, alle um den Clown hier notieren sich was, okay. Ja, mega nice. RTW ist auf jeden Fall schon angefordert, wir bräuchten anscheinend, ja, am besten noch einen Gerichtsmediziner brauchen wir ja auch. Und, ja, so langsam wird der Tatort auf jeden Fall ein bisschen aufgeräumt. So, dann kümmern Sie sich mal hier um die verletzten Personen. Gucken Sie mal, vielleicht können Sie da noch was machen. Der Einsatz ist zwar soweit, es geht zu Ende, aber trotzdem mega viel Stress. Ein RTW nach dem anderen, die Gerichtsmediziner sind auch schon da. Ja, Leute, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat diese Folge gefallen. Danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn ihr weitere SEK-Videos sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.